So, Michael ist schlecht. Den habe ich gerade aufs Klo gebracht. Nein, der lädt den Pipi-Tank aus. So. Ja, heute ist ja der letzte schöne Sonnentag. Ab morgen haben sie das Wetter ein bisschen schlechter gemeldet. Also nicht mehr Sonne, sondern bedeckt und auch vielleicht eventuell so ein bisschen Regenschauer mal hin und wieder. Und deswegen werden wir den Tag heute noch nutzen. Wir haben ja traumhaft schön hier gestanden. Also, oh, das war wirklich also so ein toller Platz hier. Ganz, ganz schön. Wir waren ganz alleine hier. Das ist krass, echt, mit so einem schönen Abend gestern und heute mega Sonnenaufgang früh. Und das ganz alleine hier genossen, das war, war echt toll. Wir haben wirklich Glück gehabt. Wir haben auch so ein Glück gehabt mit dem Wetter. Es war wirklich die absolut richtige Entscheidung gewesen, dass wir nach England gefahren sind. Und es ist so schön. England ist wirklich schön. Also kann man nur empfehlen, aber man braucht wirklich Zeit. Weil man alleine auch für die Fahrerei halt sehr viel Zeit einplanen muss. Ne? Das ist halt doch, die Straßen sind mega eng. Ich darf gar nicht daran denken, wenn das jetzt wieder zurückgeht. Und da sind wir so froh, dass wir unseren Kasten hatten, weil das ist dann schon doch nochmal ein kleines Stückchen einfacher. Mit dem Wohnmobil ist noch schwieriger. Ne? Also, aber England ist traumhaft und man muss halt eben wirklich mehr Zeit einplanen. Das war ja jetzt ein Schnupperkurs. Wir haben ja überall noch mal reingeschnuppert und ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht so stark. Wir haben überall noch mal reingeschnuppert und uns das ein bisschen angeschaut. Aber also man kann locker 3 Wochen hier für die Region einplanen. Die braucht man mit Sicherheit. Es gibt so viel zu sehen in England. Und jetzt haben wir heute noch den Tag, den wollen wir noch genießen. Drum fahren wir jetzt auch los. Der Platz hier kostet 20 Pfund. Ich finde aber trotzdem, dass das völlig gerechtfertigt ist, weil es einfach total schön hier ist, weil man einen riesen Platz hat. Ihr habt ja hier die Trockentrenntoiletten und auch die Duschen, die Außenduschen, ne? Und es ist so schön hier. Also deswegen fanden wir das völlig in Ordnung. Und man hat allerdings keine Fähr- und Entsorgung. Also insofern, man hat, ich glaube, Wasser könnte man eventuell kriegen. Ich habe einen Wasserhahn hier gesehen. Aber Toilette geht halt wirklich nur mit Trockentrenntoilette. Ne? Die kann man dann hier entsorgen. Und aber Chemietoilette, das geht halt nicht. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo wir sagen, wir sind so froh, dass wir diese Trockentrenntoilette haben. Ohne diese Toilette ist es doch deutlich schwieriger, solche Reisen eben entspannt zu machen. Oder man muss halt eben immer nur auf Campingplätze halt gehen. Wenn man das nicht möchte, dann ist schon so eine Trockentoilette echt was Feines. So, ihr Lieben, jetzt starten wir mal los. Ja, well, he's got the bus. Du musst eh reinfahren. Ich hab dir doch gesagt, fahr rein. Weißt du, wie der um die Ecke angeheizt kam? Hier kannst du dich doch, da ist so eine Seiten. Ja, da will ich ja hin. Nimm mal bitte den Kopf weg, sonst sehe ich da nichts. Especially with the sun like it is now, it's stunning down there. All right. So lovely, lovely sun down there. Thank you very much. She has a video, she has a YouTube channel. Is it all right? We have a YouTube channel. Well, it's more her than me. But no, certainly. She wants to show around your place. Is yes? Okay? Is this okay? Yeah, no problem at all. Thank okay. you very, very much. No. Warte mal, ich mach mal den Spiegel ab. Scheiße.
Hello, morning. It's like, welcome to Coin Oaks. Thank you. It's a fine display car park, just takes coins in the machine. Well, there's a coins only? App. Yeah, coins only. Well, there is a phone app, but if you're struggling, we can get you some change as well. Okay. But park up first, then just, yeah, we can sort that out once you're parked. You see the large van just at the back of the car, yeah, park? There's a space just to the next, okay, next space. Okay, all right. Probably best reversing in, yeah, if you to get out here. No problem, and I have coins, I just checked. Ah, wonderful. Thank all right, you thank you very much. Thank you. So, liebe Videofreunde, wir sind jetzt am Kynans Cove. Das ist nochmal eine schöne Bucht hier in Cornwall. Das war auch gleich um die Ecke von unserem Stellplatz heute. Und das soll nochmal sehr schön sein, haben wir gelesen. Und deswegen werden wir uns das mal angucken. Und wenn man hier ist, kann man nur mit Coins, also mit Hartgeld bezahlen, mit Münzen. Da vorne stehen Einweiser, die weisen einen ein, auf wie man parken soll. Und die haben uns das gesagt, wir haben noch welche, die würden auch wechseln. Er nimmt kein Automat hier. Quatsch, der Automat nimmt keine Karte, wollte ich sagen. Also hier muss man Münzen dabei haben. Noch was zu uns, dann geht es langsam zurück und ich glaube, das war jetzt so das Highlight gewesen. Also das ist, glaube ich, der schönste Strand, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Also das ist schon ziemlich gigantisch hier. Das ist so schön.